John Rapaglia ist eigentlich Professor für Meeresbiologie in New York. Aber er will unbedingt seinen Traum wahrmachen. Ein Restaurant mit selbstgemachten Burgern. In Kiel. Und ich esse jeden Tag immer noch Burgers. Und ich finde die immer noch super. In Manhattan fängt die Geschichte an. Ein Freitagmorgen. Fensterputzer, Banker, Touristen und Taxifahrer. John Rapaglia fährt zum Arbeiten aus der Stadt raus. Er arbeitet an der Uni von Sacred Heart in Connecticut. Auf der NDR oder NDR 2 oder Enjoy, ich habe oft diese Verkehrsinformationen gehört. Stau oder stockender Verkehr für 20 Kilometer zwischen Kiel und Flensburg vor den Elbtunnel. John war 3 Jahre in Kiel an der Uni. Er wollte zurück nach Amerika, an die Ostküste. In Sacred Heart gibt er Vorlesungen, Seminare, Machtexkursionen und Forschungsprojekte. Der Anfang einer akademischen Bilderbuchkarriere. Hi John, how are you? Good, how are you? Good. Are you coming to me? Institutskonferenz. Barbara Pierce hat John vor 3 Jahren eingestellt. Sie weiß, was er vorhat. Zurück nach Kiel und sein Hamburger Restaurant aufmachen. Die Idee ist originell genug. Das könnte klappen. Jedenfalls, wenn es jemand schaffen kann, dann John. Den Anfängern vermittelt John auch Basiswissen. Das Pro und Contra von Atomkraft zum Beispiel. Es gibt einige Kraftwerke an der Ostküste. Warum bauen sie die nicht in Nebraska, wo weniger Menschen leben als in New York? Die Anzahl ist nicht alles, sagt John. Erst um 8 zurück nach New York. Freitagabend. Noch 4 Wochenenden bis Kiel. John wohnt in Chelsea. Der Sonnabend geht los mit Frühschoppen zur Bundesliga. Live. Takashi ist Johns Mitbewohner und Investmentbanker an der Wall Street. Bayern gegen Hoffenheim? Langweilig. John ist Holstein-Kiel-Fan. Die Freunde sind längst eingeweiht. Takashi wird sogar Hauptinvestor für das Burger-Projekt. Ich habe meinen Job in einer Riesenfirma mit vielen Beteiligten. Das Burger-Projekt, das sind wir. Wenn wir gut sind, wird es ein Erfolg. Wenn nicht, nicht. Und das finde ich aufregend. Der andere, Aaron, ist Johns bester Freund, zu Besuch aus Virginia. Auf einen Burger zu Mark Burger im East Village. Da wird nur frisches Hackfleisch verwendet. John ist in Connecticut aufgewachsen, aber studiert hat er hier in New York. Ein Ostküstenjunge. Die Freunde wissen, dass er bald weg ist. Ich bin gerne ein Professor. Ich bin gerne im Kurs mit Studenten. Ich arbeite gerne als Forscher. Und ich habe eine richtige gute Familie hier in den Staaten. Und ich will alles vermissen. Aber etwas drinnen sagt zu mir, ich muss das machen. Ich muss ein neues Leben haben. The Skybound. John und Aaron kennen sich seit 13 Jahren. John's choice for rubberball. Eine Balljungenfreundschaft. They're all the same when they have a toy. Sie sind alle gleich, wenn sie ein Spielzeug haben. Die Fähre wartet. Vielleicht sieht man sich noch mal in den nächsten 4 Wochen, vielleicht erst in ein paar Jahren. Zurück nach Manhattan auf dem East River. New York ist ein großer Spielplatz für mich.
Ich glaube, dass viele Leute in dieses Leben sind zu seriös. Und ich glaube, man muss wieder mehr Spaß haben ins Leben. Auch Aaron ist Wissenschaftler am renommierten Institut für Meereswissenschaften in Virginia. Dahin muss er morgen zurück. An der Kieler Förde zieht der Frühling ein. Aber ganz langsam. Aus einem Gründerzeit-Erdgeschoss in der Gutenbergstraße soll in den nächsten Monaten ein Burger-Restaurant werden. Malte ist eigentlich Chemiestudent. Ja, gucken, wie die Geräte funktionieren. Niemand hat bis vorher hiermit gearbeitet. Und dann, ja, man sieht, wir sind nicht die Besten da drin, machen große Löcher, kommen aber jetzt auch gut voran. Sophie aus Shrewsbury in England soll sich später um die Inneneinrichtung kümmern. Sie hat John in einer Bar in Venedig kennengelernt, Malte in Kiel als Student beim Baseball. Er hat den Ort gefunden, eine alte Bäckerei. Es ist Mai. John fliegt über Dublin nach Hamburg. 30 Stunden hat er nicht geschlafen. New York ist noch ganz nah. Es war traurig. Nicht so einfach. Eine Stunde über die A7 bis Kiel. Über alte Kieler Kanäle hat John eine Wohnung gefunden. Für sich und Sophie. How's it going? How you doing? Good. This is nice. I like it. Eine Wohngemeinschaft, 55 Quadratmeter, Altbau, Küche, Bad nicht renoviert, bezahlbar. Yes, I do. You never, I know. Und jeder hat sein Zimmer. Die beiden sind kein Paar. Die Burgerbaustelle in Fußentfernung. Brunswijk, das Kieler Univiertel. Malte hat den aktuellen Stand. Wir haben eigentlich kalkuliert, dass das Lärmschutzgutachten am 17. Mai eintrifft. Also 10 Tage, 14 Tage, irgendwie so liegen wir hinten. Okay. Schon 10 Tage im Verzug. John hat 215.000 Euro für Renovierung, Küche und Personalkosten, inklusive Handwerker. Ist ja schon ein bisschen was passiert hier drin nach dem letzten Mal. Maurer, Tischler, Elektriker. Wer kann wann? Die Wände müssen als erstes rein. Wie lange braucht es, bis wir die Wände gestellt haben etwa? Das sind wirklich die 36 Stunden nicht geschlafen. Wann kann John eröffnen? Juli wäre, also ich glaube nach der Kieler Woche, der angestrebte Wunschtermin, der ist nicht zu halten, glaube ich im Moment. Das wäre irgendwann im August, würde ich persönlich sagen. Also ich hätte jetzt geschätzt auf September. September, das ist auch schon vorsichtig und. Siehst du, ich war da optimistischer als du. Ja. Ja. Später aufmachen heißt länger Geld ausgeben und später Geld einnehmen. Wir haben nicht ein großes Fenster von Zeit. Wenn es ist zu spät, dann wir haben echte Probleme. Wegen Geld. Ja. Wir sind nicht so reich. Wir brauchen bald Kunden haben. Ohne das dann. 215.000 Euro, die Hälfte von Takashi, ein bisschen von der Mutter. Und alles, was John gespart hat. Takashi kann wahrscheinlich mehr rein als mir, aber wenn er zum Beispiel sagt, okay, ja, kann noch 10.000 reinstecken, dann ich muss selber noch 6.000 einfach reinstecken. So, es ist nicht so einfach. Ein paar Tage später, John ist ausgeschlafen und das Leben eine Baustelle. Die will jetzt Frau Lühr sehen, die Nachbarin und Hausbesitzerin. Genau. Das Schlafzimmer, das war hier rüber. Ja, das Schlafzimmer meiner Eltern früher. Wow. Und da war eine Tür. Da war eine Tür, da war die Mehlkammer, die Garkammer und hier stand der Ofen und wurde von da mit Koks beheizt. Die alte Familienbäckerei wird jetzt also zur Burgerstube, zum Lokal. 20 bis 30 Sitzplätze hier und dann der. Schafft ihr so viel da rein? Ich glaube schon. Und dann der 6 bis 7 an der Tresen. Ja, ja. Sophie ist auch dabei in dieses Tal. Ja, genau. Ja. Sophie hat Frau Lühr schon kennengelernt.
Sie ist unsere Bartenderin. Ach, ich dachte, die große Liebe von John. Oh nein, sie ist nur eine super Freundin. Ich wollte nichts unterstellen. es ist okay. Pass mal auf, wenn das Lokal immer voll ist, da ist bestimmt was bei. Und dann muss John wieder zum Flughafen nach Hamburg jemanden abholen. Aaron hat tatsächlich seinen Unijob in Virginia gekündigt und kommt nach Deutschland. Mit der ganzen Familie, der beste Freund. Hi, Antje. Aarons Frau Antje ist Deutsche aus Bremen. Ich weiß nicht, warum wir machen das. Weil das ist etwas Neues und vielleicht viel Spaß und vielleicht was. Bekommen wir ganz viel Geld, oder? Wir hatten sowieso schon lange überlegt, wieder zurückzukommen und dann sind wir jetzt einfach gekommen. Es war eine gute Gelegenheit. Ich hatte eh keinen Job. Und ja, mal gucken. Hoffentlich macht es Aaron glücklich und mich auch uns. Man kann das nur einmal ins Leben machen. Man hat diese diese Choice, wie heißt das? Wahl. Ja, man hat diese Wahl nur einmal ins Leben. Ich glaube, wir sind jetzt bereit. Alle zusammen, wir machen einfach super jetzt. Der erste Eröffnungstermin ist längst verstrichen, der zweite auch. Es ist Juli, es wird eng. Also selber machen, wenn die Handwerker nicht können. Der Professor schneidet Fliesen zum ersten Mal im Leben. Nicht 100% perfekt. Es kann rustikal sein. Wenn es im August nicht klappt, wird es nichts ohne zusätzlichen Kredit. Also verputzt Sophie die Decke. Malte und Aaron bereiten den Boden für den Tresen vor. Das ist ein Schalbrett. Ein was? Ein Schalbrett. Ein Schalbrett. Ja. Einfach nur ein Holzbrett. Ein Holzbrett? Ja. Und das hält die Bierschläuche hoffentlich sicher. Wollen sehen, ne? Ja. John wagt sich sogar an die schwierigen Sockelfliesen. Wir machen dasselbe. Aber ich muss sagen, das ist auch Spaß. Und nach die nächste, wie viel? 7 Fliesen? Dann wir können ein Bier trinken. 12 Stunden Baustelle, mindestens. Um die Kinder kümmert sich Antje. Eigentlich ist sie Biochemikerin. Ihre Bewerbungen schreibt sie später. Was passiert da? Jetzt ist der Spielplatz dran. Mit Wasser, das ist neu für Kai. Das gab's nicht in Virginia. Das kenne ich bisher von Kiel. Spielplätze. Und ich kenne die Innenstadt so ein bisschen, die Förde natürlich. Ich kenne eigentlich so alles, was ein bisschen fußläufig erreichbar ist. John hat sich ein Auto geliehen. Hilfe mit dem Verkehrsservice. Blau oder stoppender Verkehr. Richtung Fehmarn zwischen Kreuz Lübeck und Lübeck Zentrum 2 Kilometer stockend. A7 Hamburg Richtung Hannover zwischen Berghof und Mellendorf 3 Kilometer stockender Verkehr wegen Bauarbeiten. Ein Termin in Aufschlag auf dem Milchschafhof Solterbeck. Hans-Peter Solterbeck ist mit der Herde zurück von der Weide. Wir haben volle Jüller. Volle Jüller. Jüller, Säuger. Mit Plattdeutsch tut sich John noch schwer. Geht jetzt nicht rein zu melden. Dann kannst du auch nur Tokiken mit melden. Dann kannst du auch nur versorgen, selber zu melden. Zu melden? Melden. Ja, ja, okay, ja. Ja, das wäre Spaß. Ja. Einfach oben zudrücken. Oben hier? Oben, ja, mit Daumen und Zeigefinger zudrücken. Oben erst mit dem Daumen und Zeigefinger zudrücken. Es geht um Käse für Cheeseburger. John sucht Produzenten aus der Region und die Solterbecks sind seit 400 Jahren hier ansässig. Junior Malte hat umgestellt von Schwein auf Schaf. 2 Monate gereift, den wir gerade eben gemacht haben. Schmeckt super. Um 9:30 ist John zurück in Kiel. Die Nachtschicht fängt an. Fliesen an die Wand, Fliesen auf den Boden. Morgen kommt die Küche. Da muss es fertig sein. No, es ist kein Scheiß. Ich habe ein paar YouTube-Videos geguckt. Es ist nicht perfekt.
Aber dann wir warten bis Oktober, bevor wir haben auf. Immer mehr Freunde helfen mit, bis in den frühen Morgen. Dann kommt die Küche. Der Servicetresen für die fertigen Burger. Und die Fliesen aus der Nachtschicht? Jedenfalls fest. Wenn sie liegen, liegen sie. Nacharbeiten ist dann nicht mehr. Der Zapfhahn passt nicht. Der Hersteller braucht Fotos für den Umbau. Wie nennt man sowas nochmal? Ich komme nicht auf den Namen. Abtropfgitter. Tropfmulde. Bis zur Tropfmulde, richtig. Ich finde, es sind auch keine geilen Worte. Tropfmulde. Das ist cool. Hier kommen die Burgerbude. Die Burgerbude ist gut. Burgerrestaurant. Ah, ja. Keine Burgerbude kommt hier rein. Ein Burgerrestaurant. Und die Betreiber von weit her. Ja, ganz tolles. Sind das Amis oder warum? Ja. Ach, ja. Ja, ja. Amis kommen nach Kiel. Amis kommen nach Kiel. Hallo, John. Das sind die beiden Herren, die auch. Hallo. Hallo. Hi. John. Sidelia. Ich bin ein bisschen schmutzig. Aaron. Sidelia. Sophie macht Brooklyn-Style aus den 5-Euro-Trödlerstühlen. Noch günstiger ist nur Sperrmüll. Und da hat Frau Lühr diesen Schemel gefunden. Da sind noch mehr Sachen. Kiefer an Bord. Ja, wir können das. Kiefer? Dort. Ah ja. Ja, wir gehen einmal da und Nummer 28. Okay. Sophie, there's a whole Sperrmüll area down there if you want to go take a look. A spanner. Sperrmüll und so nah. Habt ihr nicht mehr gekonnt gestern Abend, oder? Irgendwann ist auch Schluss, ist der Dampf raus. Ja. Unser Fliesenschneider kaputt. Nee. Sophie hat den Ledersessel gefunden. Und den Wäscheständer. Und den Schreibtischstuhl. Die Küche steht. Pause für die Balljungenfreundschaft am Strand von Heikendorf. Guck Aaron an. Aaron ist super mit seinen Kindern und seiner Frau. Und ich denke immer noch dran, meine eigene. Aber jetzt in dieser Zeit, wir sind so beschäftigt, dass. Ich kann nicht über Kinder denken. Damals, beim ersten Mal in Kiel, hatte John eine Freundin. Sie war eine perfekte Freundin. Wir waren 3,5 Jahre zusammen. Wir haben hier in Kiel getroffen. Sie war eine Bartenderin. Sie war auch schön. Aber irgendwann kommt auch Probleme drauf. Für einen Grund, es geht nicht gut zusammen mit uns. Ich bin nicht so einfach, weil ich bin immer überall im Kopf. Ich muss immer los. Ich habe so viele Dinge, die ich möchte tun. Sogar nach Amerika ist die Kielerin gezogen für John. Sie ist längst zurück. Mitte August. John, Malte, Aaron und Sophie haben jetzt einen amerikanischen Firmenwagen. Es geht wieder aufs Land, in die Hüttener Berge, zu einem möglichen Fleischlieferanten. Auch Jakob Gosch hat zusammen mit Vater Hans Detlef umgestellt. Von Milchkühen auf extensive Grünlandhaltung mit Deutsch-Angus-Rindern. Die sind das ganze Jahr draußen. Wie lange trinken die Kälber Milch? Ja, also 4 bis 6 Monate. Ja. Wie lange die Mütter das haben müssen. Ja, okay. Ne? Ja. Einige mögen es nicht so doll, weil sie eben Milchproduktion nicht so doll haben und so. Wie viele Kälber pro Jahr kann ich eine Kuh machen? Also eine Kuh bekommt ein Kalb im Jahr. Und, aber die Mutterkühe, die bleiben hier so lange, wie sie das können. Ökologische Landwirtschaft, nur 40 Kilometer von Kiel. Weit weg von New York, dann findest du das. Aber
Meistens, wenn es ist grün, in der Nähe von New York ist ein Golfplatz. Kleine hügelige Land und Reetdachhäuser, Familien und Freunde, Landluft, ein gutes Leben. Das ist mein Bild von Deutschland. Und man könnte vielleicht für 3 Euro mehr einen Hüttener Burger anbieten. 25. August, Tag der Eröffnung. Mit neuem altem Radioschrank. Sophie ist beim Trödler inzwischen Vorzugskundin. John weiß, wie man Fliesen schneidet, aber die Registrierkasse? Das ist kein Rocket Science, diese Dinge. Eigentlich keine Weltraumtechnik. Maltes Mutter hat zufällig die Fenster gesehen. So wird nicht eröffnet. Das hat viele geröstete Pilze, yeah, und geröstete Aubergine, Lauch, Sellerie, selbstgemachte Veggie-Burgers, vegan. Will ich auf jeden Fall am Sonntag probieren, also morgen. Ja, okay, auf jeden Fall. Gut. Ja, einfach Steak, direkt an der Grill, das wäre schön. Aber es werden dann doch Burger aus dem Hüttener Bergefleisch. Johns Markenzeichen wird die alte New Yorker U-Bahn-Münze, die es längst nicht mehr gibt. Die Schilder sind pünktlich an der Wand. Kiel hat ab sofort Johns Burgers. Wow, your first burger, sir. So cool. Der Hausburger für 7, der Hüttener für 10 Euro. Dazu Weißkohl, Süßkartoffelpommes, Zwiebeln, scharfe Soße. John ist zu schnell. Unser Fritteuse ist ein bisschen langsamer. Ich bin richtig langsam und Dave schweigt immer. Malte! Dave, der Neue im Team aus Neuseeland. Und zur Eröffnung ist der Hauptinvestor aus New York eingeflogen, Takashi. Johns alter Freund. Ohne sein Geld würde es Johns Burgers nicht geben. Confident? Not confident? 50-50? Me? Ob John zuversichtlich ist, darüber möchte John lieber am nächsten Morgen reden. Okay. Malte versorgt die Eltern, die wissen wollen, was der Junge macht im Studium. Jedenfalls einen ordentlichen Veggie-Burger. Das Ganze auch zum Mitnehmen. Spiegelei dazu 50 Cent, extra Salterbeck Schafskäse 1 Euro. Sehr lecker. Der wird sich halten. Das dritte Bier für Takashi. Er hat jetzt einen Überblick. Geld, was ist Geld? Es ist kein Wert an sich. Mein Leben wird sich nicht ändern, wenn ich verliere, was ich hier reingesteckt habe. Aber die vier hier, die haben alles aufs Spiel gesetzt. Und ich werde schon sehen, ob ich noch was tun kann, wenn es nötig ist. Die brauchen eine faire Chance. Es wird später. Es wird 10. Es wird leer. 100 Burger wollte John heute verkaufen, mindestens. Wir haben ungefähr 80 Stück verkauft heute. Bin ich nicht 100% zufrieden, aber ich bin auch kritisch von mir selber. Ich denke immer dran, was kann ich besser tun? Ich muss besser werden. Keine 100 Burger. Ein Professor wird Wirt. Ist das das Ergebnis? Oktober. Der Herbst kommt nach Kiel. Aaron und Antje haben am Wochenende endlich Zeit für Ausflüge. Zum Garten. Unserem Garten. Zusammen mit Kai und Lucy. Die Familie hat jetzt einen Schrebergarten. Und Antje hat einen Job im Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung. 30 Stunden die Woche. Wir wollen, dass dieses kleine Teich nicht haben, weil die Kinder wollen immer rein. Und es ist ein bisschen gefährlich. Das Wasser muss raus.
Das ist größer, als wir haben gehabt in Virginia. Ja, da hatten wir nur ein kleines Gemüseplatz oder so. Ja, das hier haben wir Bäume und. Ich glaube, das waren 40 Quadratmeter in Virginia, ne? Ja. Maximal. Ja. Und hier sind es 420 Quadratmeter. Sophie hat ein bisschen Deutsch gelernt. Was ist denn mit diesen Schuhen hier? Nee, ist nicht rustikal. Ist nicht rustikal, es muss etwas einfach sein. Ja. Vorsicht, hier steht ein bisschen uneben, aber es ist auch stabil. Ja. Was kostet vielen? 5 Euro? Der kostet 5 Euro, ja. Okay. Ne? Stimmt. Für dich auch 10 Euro. 18. Auch 10, ja. Sonst okay. Ist 25. Das ist von 96. Mhm. Das Kieler Woche-Plakat braucht Sophie für ihre neue WG. Sie ist umgezogen. Die Stühle braucht das Restaurant. Die Lage hat sich verändert. Man wartet jetzt, dass es losgeht bei John. 5 Wochen sind vergangen seit dem ersten Abend. John hat 2 neue Aushelfen, richtige Speisekarten und Kundschaft. Den Leuten, die jetzt kommen, war der erste Abend einfach ein bisschen zu offiziell. Yeah. Wir haben viele Kunden kommen zurück. Meistens Leute sind begeistert. Und die Burgerbilanz? 170 Durchschnittlich am Tag. Für Malte hat das Semester wieder angefangen. An 2 Tagen pro Woche. All in order. 4 Johns, 1 Empire Bacon. 2 Stunden am Mittwochvormittag und der ganze Montag. Ruhetag bei John. This is why I did it. This is fed up. Deshalb ist John nach Deutschland gegangen. 3 Monate später, ein Ruhetag Montag. Das Wesentliche haben Aaron und John geschafft. Heute hängen sie ihr Diplom an den Nagel. Es ist gut, aber irgendwie anders, als ich habe vor 10 Monaten gedacht. Ich wusste schon, dass es war eine Menge Arbeit, aber irgendwie weniger Stress oder mehr Freiheit, dann ich habe. Ich habe gedacht, wenn ich war wieder in Kiel mit Sophie und anderen guten Freunden wie er, dann hatte ich den perfektes Leben. Aber irgendwie fehlt mir jemand noch. Aber mein einziger, wie immer, Lebensziel ist, dass irgendwann ich habe ein Enkelkind an mein Knie und er sagt oder sie sagt, ja Opa, du hast ein interessantes Leben. Das ist mein einziger Ziel im Leben. John Rapaglia ist eigentlich Professor für Meeresbiologie in New York. Aber er will unbedingt seinen Traum wahrmachen. Ein Restaurant mit selbstgemachten Burgern. In Kiel. Und ich esse jeden Tag immer noch Burger. Und ich finde die immer noch super. In Manhattan fängt die Geschichte an. Ein Freitagmorgen. Fensterputzer, Banker, Touristen und Taxifahrer. John Rapaglia fährt zum Arbeiten aus der Stadt raus. Er arbeitet an der Uni von Sacred Heart in Connecticut. Auf der NDR oder NDR 2 oder Enjoy, ich habe oft diese Verkehrsinformationen gehört. Stau oder stockender Verkehr für 20 Kilometer zwischen Kiel und Flensburg vor den Elbtunnel. John war 3 Jahre in Kiel an der Uni. Er wollte zurück nach Amerika, an die Ostküste. In Sacred Heart gibt er Vorlesungen, Seminare, Machtexkursionen und Forschungsprojekte. Der Anfang einer akademischen Bilderbuchkarriere. Kraftwerke an der Ostküste.
Any questions? Why wouldn't they... Warum bauen sie die nicht in Nebraska, wo weniger Menschen leben als in New York? Die Anzahl ist nicht alles, sagt John. In the New York metropolitan area, but it's also a big issue. Erst um 8 zurück nach New York. Freitagabend. Noch 4 Wochenenden bis Kiel. John wohnt in Chelsea. Der Sonnabend geht los mit Frühschoppen zur Bundesliga. Live. Takashi ist Johns Mitbewohner und Investmentbanker an der Wall Street. Hi John, how are you? Good, how are you? Good. Are you coming to meeting? Institutskonferenz. Barbara Pierce hat John vor 3 Jahren eingestellt. Sie weiß, was er vorhat. Zurück nach Kiel und sein Hamburger Restaurant aufmachen. Die Idee ist originell genug. Das könnte klappen. Jedenfalls, wenn es jemand schaffen kann, dann John. Den Anfängern vermittelt John auch Basiswissen. Das Pro und Contra von Atomkraft zum Beispiel. Es gibt einige Bayern gegen Hoffenheim, langweilig. John ist Holstein-Kiel-Fan. Die Freunde sind längst eingeweiht. Takashi wird sogar Hauptinvestor für das Burger-Projekt. Ich habe meinen Job in einer riesen Firma mit vielen Beteiligten. Das Burger-Projekt, das sind wir. Wenn wir gut sind, wird es ein Erfolg. Wenn nicht, nicht. Und das finde ich aufregend. Der andere, Aaron, ist Johns bester Freund, zu Besuch aus Virginia. Auf einen Burger zu Mark Burger im East Village. Da wird nur frisches Hackfleisch.